ja. Also ich denke, mit der Arbeit wird es wahrscheinlich noch ein bisschen besser gehen mit dem Eröffnen. Aber ich muss sagen, es geht eigentlich gut mit den Equalizern, also. Ja, wäre sogar eine Idee, dass du dir vielleicht sogar so ein Bild noch zusammenbaust, weil wir hatten die einmal im höheren Bereich drei Stück mit einem Scorpion-Hover und die haben halt echt. Und es geht hier nicht darum, dass du sozusagen den brachialen Damage austeilst. Du tust Nee, einfach nur das die ist richtig. Panzerung wegschreddern, die strugglen, dass die sich sozusagen auf dich fokussieren und wir können einfach in der Zeit den Fokus. Ja. Ich sag mal, wenn ich mit dem fertig bin, habe ich meistens immer noch zwei oder drei Ganze. Also, das Ding hält mehr aus, als es aussieht. Sorry, ich habe euch mal alle mal hochgezogen in Kein Platoon Thema. CW2, weil wir waren unten immer noch in der Gummizelle drin. Dass die Leute einfach auch realisieren, wenn jemand nochmal reinkommt, dass wir gerade planlos fahren. Ja. Ja, wir können Ich weiter. weiß nicht, was kosten die Arbeiter? Gute Frage. Müsste man mal gucken. 3600. Das ist ordentlich. Die kosten ja Ja, aber. fast genauso viel wie die Polizei. Ja, ist ja auch eine Eventwaffe. Also Der wenn ich Pulsar. meine, also wenn ich meine zwei Polizei verkloppe, kann ich mir gerade zwei Arbeiter holen. Ich muss dir auch ehrlich gestehen, Pulsar würde ich sogar jetzt demnächst raushauen. Jo, ich habe meine auch für 400 Stück verkauft. Jetzt kriegst du noch Kohle. Klar, das ist dein einziges CW-Bild, den du so hast, aber. Ja, mit dem lief es jetzt immer ganz gut. Das Problem ist bloß, wie gesagt, Pulsar wird vom Preis sinken und werden halt verschenkte Coins. Weil nach dem Knight Rider Event wird sie ja craftbar. Dann hole ich sie mir wahrscheinlich auch mal. Kommt das demnächst schon wieder? Ja, Im September. September geht schon wieder los. Oh lol, ja stimmt, dann sinkt eh vom Preis. Deswegen, also jetzt hast du noch die Chance, Gewinn rauszumachen. Ist ja schon nächsten Monat. Ja, okay. Ich hole mal noch schnell was zu trinken, ja? Ja, alles gut. Vielleicht brauche ich auch noch mal einen Kaffee. Aber auf jeden Fall an die zwei Scorpower super Fokus. Ja, läuft. Auch wie ihr gerade fliegt. Und zwar, also ihr könnt euch immer merken, in der Konstellation, die wir jetzt sind, wenn jetzt kein Mini dabei ist, ein Scorpion-Hover links, ein Scorpion-Hover rechts und ich in der Mitte. Einfach, dass wir die Konstellation haben. Slenderman im Hintergrund, der agiert dann für sich selbst und tut dann die Hover strugglen. Jo. Beziehungsweise die Fahrzeuge strugglen. Aber einfach, dass wir von zwei Seiten die Scorps haben, die die Penetration machen. Von mir in der Mitte der Typhoon-Hover, der fressen kann, aber auch austeilen kann. Dass ich den Fokus teilweise eher auf mich ziehe und ihr in Ruhe eigentlich agieren könnt. Sick, hast du deine Echo-Kabine schon gefused eigentlich? Nee. Ne. Ich brauche. Ja, ich meine, ich könnte es eigentlich machen, aber ne, muss ich wieder ja, fünf Stück mindestens kaufen, weil ich kenn's halt ja. Geht ja immer schief. Ich drücke die Daumen, das muss klappen. Nee, Echo-Kabine würde ich echt fusen. Ja, mach ich auch mal. Ich weiß auch schon, dass ich demnächst dann. Also ich will auf jeden Fall auf die Relikt-Autokanone gehen, wenn sie kommt. Und sie wird kommen. Also man merkt ja schon, die Cyclone steigt hier vom Preis jetzt. Die ist jetzt schon bei 2100. Da tut sich langsam was. Meinst du, dauert nicht mehr lange? Die werden mit dem Knight Rider Event kommen. Die kommen mit dem Knight Rider Event. Das war ja bei den Typhoons genauso. Die werden. Also ich hoffe, dass sie nicht so dumm sind und wieder ankündigen, oh ja, das gibt's nur ein Knight Rider Event. Weil das wäre wieder Schwachsinn. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommt hier noch die Relic Mammoth dazu. Ob die jetzt sich rentiert, muss mal gucken mal vom warte mal, Markt. Nee, Fritz.
die ist noch nicht vom Preis gestiegen, okay. Ich denke auch, die Relic Mammoth wird sich auch nicht so dermaßen gut schlagen. Kann ich mir vorstellen. Nee, weil die schon zu schwer ist. Du hast, die Typhoons sind ja schon 2,2 Tonnen. Wenn du dann eine Relic Mammoth hast, die müsst ihr dann, keine Ahnung, 4, 5 Tonnen. Genau das haben wir uns vor einem Monat auch schon drüber diskutiert. Wie viel die dann wiegen und wie viele Strukturpunkte hat die dann? Wenn wir so äquivalent gucken, die ist jetzt bei 2600, also 2,6 Tonnen. Also wäre ja. Dann die Relikt-Variante vielleicht bei 3600 oder vielleicht 3400? Ich habe keine Ahnung, Mann. Also auf alle Fälle wird eine Menge wiegen, ey. Dampf? Jo. Was ist los? Ich wollte nur fragen, was abgeht. Ja, wir machen gerade Pause, wollen aber gleich wieder weiter. Ja, aber funktioniert so einigermaßen. Ich habe jetzt halt auch nicht geguckt. Also wir fliegen Doppel-Scorp-Hover, Typhoon-Hover und ganz speziell dreimal Equalizer mit Red Beam. Das klingt auch auf Hover. Nein. Und zwar diese langen Fahrzeuge, wo wir auf die Fresse auch bekommen haben. Und das funktioniert? Wunderbar. Bisher, rechts, ja. Links, die Scorps tun flankieren, ich in der Mitte als Tank Hover und das Landerman geht dann rein und struggelt die Hover oder beziehungsweise gerade dieses lange Fahrzeug, du kriegst sie nicht auseinander. Das ist so lang, der fährt unten drunter und penetriert die. Interessante Idee auf jeden Fall. Also als Ergänzung, echt genial. Also es funktioniert besser als gedacht. Wie es aber dann bei Spinnen aussieht, beziehungsweise bei also auch Hybriden. Er kann ja nicht Hybriden abfangen. Das nenne ich auch das Geniale. Wir hatten vor drei Helios und Doppelschild Helios und ein Pulsarhaber und ein Hybriden. Ja. Also auch gut gemacht, war ein bisschen knapp. Müssen uns auch erstmal ein bisschen einspielen, aber läuft gut. Ja, bei uns klappt auch eigentlich ganz gut. Also ab und zu Gerempel, aber. Hat überwiegend geklappt. Eine Runde verloren gegen Vollmelis. Die Hybriden gehen sogar ganz gut, wenn ich die frontal nehme. Da fehlt nur vorne der Red Beam und der Rest ist immer noch dran. Ja, wir haben auch eben gegen ein Full Hybrid Firebug Spark Team gespielt auf der Gleismap und sind auf. Also, wenn die sich gesplittet haben, sind wir durch auf 2 und das hat auch prima geklappt. Ich hol mir kurz einen Kaffee, dann bin ich gerade wieder da. Aber viel Glück, ich bin mal wieder oben. Jo, jo, jo. Yes, Sir. Yes, Sir. Ja, Schwester. Udi. Irgendwann sterbe ich an einem Herzinfarkt. Oh nein. Aber Sick klappt gut. Klar, ja. Aber ich wäre echt dafür, dass du deinen Hover noch weiter optimierst. Ja klar, das ist ja nur, wie gesagt, Kabine muss gefused werden, so schnell wie möglich, ja. Drecksmap, ja. Mhm. Ich mag die auch nicht. Seite. Wir tun links uns hinstellen. Ich gehe in die Mitte von dieser Häuserreihe. Einer rechts, einer links. Wir gehen nicht aus diesem Bereich hier raus. Die Typhoons flankieren uns sonst von allen Seiten. Okay. Eventuell auch erstmal ein bisschen zurückhalten. Also gerade Slenderman zum Beispiel. Erstmal warten, bis die wirklich vorrücken. Die rücken vor, die rücken vor. Die drücken jetzt. Das Hybrid ist noch hinten. Fuck,
Vorsicht. Das Hybride rechts. Kommt jetzt rein in. Kann sein, dass er jetzt auf mich geht. Ja, kommt. Okay, ist gegen die Wand. Fokussen. Ah, nice. Der Scorpower. Bin entwaffnet. Keine Waffen mehr. Bei mir ist die Typhoon. Bin weg. Scorpower hat noch eine Scorpion. Und die blinkt. Na, könnte er springen. Ist gar nicht schlimm. Gucken wir gleich mal auf die Punktzahl. Einfach sprengen, bitte. Einfach sprengen? Ja, sprengen wir uns jetzt. Kriegen wir trotzdem unseren Schrott noch. Ein bisschen runtergespielt. Alles gut. Weil gegen die haben wir keine Chance. Das sind drei Kanonenhaver, die drücken. Da haben die Scorpions keine relevante Chance dagegen. Und gerade auf der Karte ist auch das Problem mit Slenderman. Wenn der einen Typhoon-Schuss abbekommt, landet er gegen die Wand und ist komplett hilflos. Warum haben wir jetzt keine Sperre? Weil wir ein Match gemacht haben. Wir haben ein Match gemacht, haben Punkte gemacht, in der zweiten Runde haben wir uns gesprengt. Wenn du dich von Anfang an sprengst, dann kriegst du die Sperre. Okay. Wir dachten nur, das zählt für die zweite Runde auch. Ne. Bevor wir da uns abkrampfen und sonst was, lieber nächstes Mal. Das ist Spektrum, wieder was dazugelernt. Es geht ja darum, dass wir hier Uran farmen und uns auch dann mit diesem Wettrüsten einfach mithalten können. Wettrüsten? Ist ein Wettrüsten. Hast du recht. Boah, sprech dem Amazon-Typen gleich einen Arm, ey. Okay. Direkt hoch auf die Brücke, bitte. Ja. Ich mach Platz für euch, geht schon mal vor. Okay. Haben sie uns im Prinzip fast schon geschenkt. Bitte, ganz wichtig, auf die Karte achten. Die werden versuchen, uns von allen möglichen Seiten zu attackieren. Die fangen jetzt auch schon an. Ich komme hier unten gleich. Hier kommt schon was hoch, Achtung. Ja, da kommt einer hoch. Kommt der nächste hoch, Achtung, das ist die Fafnir. An mir dran, der Melee. Slenderman muss eventuell jetzt drehen. Pass auf, da kommt jetzt noch Doppel-Melee. Das Bugbuster. Du, schau, dass du die Hover beschützt, auf jeden Fall. Sick, Abstand halten, Abstand halten. Ja, wunderschön, wunderschön. Jetzt. So, Fokus auf den Zanbu bitte jetzt. Den Melee ignorieren.
noch eine Helios. Sehr schön, schönes Martin. Ding. Auf jeden Fall Fokus weit auf den Hover. Lebe ich noch? Ach, verdammte Scheiße. Der schweigt sich, Martin. Du weg von dem Hover. Okay, den Rest kannst du holen. Wieso, was war sick? Ich hab ein Paket, war gerade da. Ah, hast du es jetzt? Yes. So. Und hast du ihm den Arm gebrochen? Nee, ich hatte ja keine Zeit. Okay. Concentration bitte. Wir gehen wieder direkt auf die Brücke hoch. Ja, die kommen rüber. Gehen direkt aggressiv, okay, auf die Brücke hoch, so schnell wie möglich bitte. Sick, du musst höher, du musst höher. Wir sind unten durch. Pauli ist unten. Deine Mühle ist gegen die Wand gefahren, der Snoopy. Achtung, Mühle kommen jetzt gleich, Impact. Okay, der hat nur noch die Doppelwest. Ich wurde zerfressen. Fafnir kann nicht mehr fahren. Der Nidhogg ist immobil. Ja, bei mir ist noch ein Sparkwester, bitte. Zweck von den hinteren ist Snoopy. Okay, Spark ab. Der Helios. Bin drauf. Ah, oh, schönes Ding. Nice. Schon mal das erste 10er Stack Uran. Von der Platzierung sind wir auch recht gut. Viel zu hoch. Gut. Wir brauchen das auch. Wir brauchen das auch. Wir müssen ja, die Lernkurve soll ja auch steigen und nicht sagen simultan auf einer Ebene. Da hast du auch wieder recht. Hey, so langsam komme ich aus meinen Minuspunkten raus. Also Slenderman, ich würde dich echt bitten, den Bild, den du jetzt hast, zu optimieren. Das ist, also gerade gegen Melees auch, richtig genial. Ja, das ist echt nice. Auf jeden. Na, ich habe jetzt Pulsar, habe ich schon im Verkauf. Muss halt nur warten, bis sie rausgehen, dann kann ich mir die Arbeit da holen. Wie gesagt, Pulsar kannst du dir immer noch holen, in einem Monat wieder. Aber meinst du nicht, dass Arbeiter dann auch wieder herstellbar ist? Ja, das ist halt so das Problem. Wie viel sind die Arbeiter dann im Ankauf? 3600. Schwierig. Sehr schwierig. Also ich glaube, es sind nur 60 oder 70 Coins weniger als die Pulsar. Okay. Aufpassen, dass die Reaper-Spinne uns nicht drückt. Ansonsten Kanonenspinnen
Und was war das andere noch? Mandrake. Mandrake? Oh, okay. Noch nicht vorrücken. Rückwärts erstmal. Erstmal rückwärts, 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 rückwärts. Warte, bis der erste Schuss kommt. Da ist er. Jetzt können wir vorrücken. Splittet euch auf jeden Fall, verteilt euch. Passt auf den nächsten Mandrake-Schuss auf. Da kommt er schon. Jetzt gleich im Fuß. Bei dem Match? Mhm. Ich wollte nur eben Info geben, wir spielen runter jetzt. Okay. Ich bin in Position. Du bist hinten? Ja. Okay, struggle die mal ein bisschen. Okay, dann geh ich rein. Sehr schön. Vorteilhaft wäre natürlich die Mandrake. Bin drauf. Aber die stehen zu sehr nah an den Mandrakes. Kann das. Ja, die Mandrake hat nur noch eine Mandrake. Reaper hat einen Reaper verloren. Ich bin raus. Mandrake raus. Ich hänge in der Capcan, ja. Aber die sehen alle nicht mehr ganz so fit aus. Axel ist entwaffnet. Der eine Kanone, die Kanonenspinne ist noch aktiv. Das ist ein Tsunami. Ja, bearbeitet die Martin. Zeit. Ihr habt alle Zeit der Welt gerade. Sehr schön, Martin, sehr schön. Behindere ihn. Ich geh ihm so richtig auf den Sack. Ja, behindere ihn. Mach weiter so. Scheiße, ich bin entwaffnet. Sick, wie sieht's bei dir aus? Schissen. Rückzug. Wie viel Kanonen hat er noch? Er brennt. Also, hab ihn. Ah, gut, ja, wunderschön. Gut. So, wieder abwarten, bis der erste Mandrake-Schuss kommt. Der erste Mandrake-Schuss ist das Go, dass wir hochgehen. Okay, ich versuche mal den ersten Schuss rauszulocken. Die sind gesplittet. Ja, erster Schuss kommt. Mandrake ist links. Einer ist in der Cloak. Ein Cap. Okay. Die Mandrake wird aber bei uns im Cap. Wir haben die aber von zwei Seiten jetzt. Mandrake schießt. Sieht's mit den Score-Powern aus, seid ihr okay? Ja, sehr gut. Wir haben einen Punkt. Okay, Rückzug, Slenderman. Ja.
Oh, ich wurde schwer erwischt. Ich habe hier ein Problem. Ich kann mich nicht mehr wirklich bewegen. Ich versuche wegzukommen. Ich muss gerade auch versuchen, irgendwie wegzukommen. Der eine brennt schon auf jeden Fall. Die eine Kanonenspinne. Da war eine Käppchen. Ihr müsst das rein theoretisch nur überleben. Jetzt haben wir auch keinen Doppler mehr, ne? Also RHPPERS ist am Brennen. Ich kann mich nicht bewegen, das ist mein Problem. Dann richte dich auf jeden Fall aus. Bleib auf dieser Position, wo du gerade bist. Linke Reaper es blinkt. Genau, da kommt der RHPPS. Wenn du welche siehst. Dann zieh dich erstmal zurück. Twitter sprengen. Twitter sprengen. Obwohl, Sig, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Nee, nicht wirklich. Also, nicht gezielt. Ich kann nur noch. Wenn ihr was. Dann springen. Dann einfach springen. Ja, war auch wieder Fehler meinerseits. War hinten in der Ecke eingekesselt und hab mich dann von allen Seiten drin. Ein bisschen in falsche Richtung geflogen. Ja, war einfach viel zu weit vorne. Okay, aufpassen, wir gegen der Mandrake wieder. Kommt. So, wir können vor. Weiter Schuss kommt jetzt demnächst. Seitwärts Kanonenspinne rechts oben. Ich könnte reingehen und die ablenken, ne? Nicht so unvorsichtig werden. Sind alle gerade auf einen Haufen und mit Kapkans. Ja.
euch allen aus. Gut. Nur noch eine Reaper. Sektor 1 ist ein Cloak, Achtung, das ist noch ein Teil von der, wo der gerade ein Cloak ist. Eine Minute 30. Bei einer Minute rein. Wäre eine Option. Ansonsten unentschieden. Beziehungsweise Sturm. Die haben alle schon gut gefressen. Müsste die halt ein bisschen näher kommen, dass ich dann reingehen kann. Mandrake hat auch schon gut. Eine Minute. Okay, wir gehen jetzt rein. Wir drücken jetzt. Ich bin immobil. Die Mandrake hat mich erwischt. Axila brennt. Ist raus. Okay, perfekt. Wunderschön. Nice. Nur noch der komische Spinn. Ja, ich mach euch heiß. Komm, schieß auf mich. Komm. Put. Nice, Mann. Nice. Geile Runde. Schön. Mach mal kurz Pause. Okay. Jo. Alle, wo wir jetzt mal rauchen, einmal Pipi-Mann schütteln oder irgendwie masturbieren. Oder ja, vielleicht kurz einmal den Charmesan abkratzen. Zu Befehl. Alter, komm schon. Ich glaube, die anderen spielen sich gerade runter. Die Matches gehen nur eine Minute. Ja, meinte Dampf wieder, spielen sich runter. Mhm. Zufrieden, Winrate von 90%. Beziehungsweise ja, 90%. Und jetzt haben wir jetzt 5, okay. 6, ja. Ist in Ordnung. Funktioniert super. Auch auf jeden Fall an die zwei neuen. Super Leistung. Danke. Danke. Also auch an dich, Slenderman. Bist du da? Ja. Auch an dich auf jeden Fall. Gerade mit dem Fahrzeug. Sunny hat es ja vorher angesprochen, wegen Magenschmerzen und keine Ahnung. Weil du halt noch so wenig Gefechte hast. Aber du verstehst die Spielmechanik, du verstehst die Taktik. Kann ich auf jeden Fall gutes Feedback geben. Wir wussten halt nicht, wir haben nur die Statistik gesehen und waren uns da halt auch erstmal unsicher, wie wir das handhaben sollen. Aber ich bin positiv überrascht. Also nicht nur positiv überrascht, ich bin wirklich sehr extrem positiv überrascht. Wie gesagt, so lange spiele ich das Spiel noch nicht. Ja, das war halt wie gesagt die Bedenken, weil im Normalfall hast, gerade wenn du neue Spieler hast, die verstehen die Spielmechanik einfach noch so gut wie gar nicht. Also da muss ich sagen, mit Spielmechaniken hatte ich noch nie das Problem. Also. Na, es gibt die und die. Sowas geht mir halt immer ziemlich flüssig von Hand. Ich kapier's schnell. Die Umsetzung, naja, das erfordert halt ein bisschen Übung, aber ja, das ist der Skill, den man nach und nach aufbaut. Das kommt nach und nach. Das ist, wie gesagt, die einzigen Faktoren, wo ich sage, wo du dann eine steile Lernkurve haben musst oder beziehungsweise hast, ist Map-Kenntnis und Bildkenntnis. Aber im Prinzip, du verstehst, du weißt einfach, okay, du gehst nicht auf, sonst hast du tust entwaffnen bei Helioshaber oder bei was anderem, einfach strugglen. Das sind so kleine Faktoren, die man wissen muss,
jeder andere wäre da vielleicht einfach nur drauf gefahren und keine Ahnung, hätte nicht kapiert, was er machen muss. Aber du verstehst von dir selbst aus, was du zu tun hast. Oh, ich kann upgraden. Upgraden? Ja, schon mal mindestens eine Arbeiter. Aber verbrauchen die ja nicht gleich viel Energie? Die brauchen genauso viel Energie. Ja. Dann klatschen Arbeiter drauf. Das wäre richtig geil. Wenn wir noch ein paar Minuten Zeit lassen, kann ich eventuell sogar noch eine zweite Arbeiter drauf. Klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Mit Damage Input ist natürlich richtig gut. Und die Arbiter haben ja halt auch noch eine krassere Range. Man darf davon abgesehen, dass Arbiter auch noch gut für Raid ist, also ist ein Allzweckwunder. Deswegen, also eine falsche Investition ist es jetzt nicht wirklich. Einzige, was halt kacke ist, sie wird auch vom Preis her sinken. Aber jetzt momentan für Clan Wars auf jeden Fall bessere Ergänzung wie die Spinne. Sehr, sehr, sehr viel bessere Ergänzung wie die Spinne. Weil wir haben im Prinzip gerade gegen Hover haben wir wirklich. Ich meine, wir haben da so ein nettes Fusionsbild. Obwohl uns Bots vollkommen ignorieren. Und da passt ihr auch wunderbar drauf. Also das ist quasi, die Fahrzeuge verschmelzen miteinander, ne? Die haben jeder eine Box drauf und decken die Kabine ab. Das heißt, Bots denken, wir sind verstecken und sind da irgendwelchen Dings und ignorieren uns. Komplett. Du hast ja gesagt, du willst noch kurz die Arbeiter upgraden. Oder auf Arbeiter upgraden. Ich bin mal ganz kurz oben bei der anderen Gruppe. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen was in den Markt getan. Dauert natürlich ein bisschen. Ja, aber in der Zeit können wir ja auch weiterfahren. Es bleibt ja, genau. So viel Zeit bleibt uns da nicht. Ja, wir können weiterfahren, kein Thema. Es funktioniert ja so oder so. Spektron, da lohnt sich ja meine doch fusionierte Favorite Waffen. Ja. Ja, Kabinen so oder so, die brauchst du eh irgendwann früher oder später mal. Deswegen gucke ich auch, dass ich alle meine Kabinen fusioniere. Und so, wenn ich jetzt alles verkauft habe, kann ich komplett Arbeiter machen. Ich bin nochmal kurz auf dem Klo. Jo.
Bin wieder da. Jo. Was ist denn hier los? Die quatschen gerade, ich habe uns mal zusammengeschissen, geschoben. Hallo. Aha. Hallo. Juri. Ich hab so bekommen, ich bin gar nicht so kacke, wie ich aussehe. Woher eigentlich gehen die Teams noch? Wir hatten letztens einen kompletten, was war das, Sonntag? Letzten Sonntag hatten wir nur noch innerhalb der 33 Gegner. Auf die letzten 10 Spiele. Also Platz 16 bis 33 grob. Ja. Wir hatten Axel und Konsorten, haben sie den Grund und Boden gestampft. Ja, die sind nicht mehr so überzeugend. Wir das haben KMPH. KMPH mit Rapsi und so. Rapazze war das, oder? Ja. Die hatten wir. Guck dir das doch mal an. Wir gewinnen 6, dann spielen wir uns runter und ihr Vollpfeifen spielt euch wieder hoch. Wir wollen ja Uran haben. Ja, das muss einfach besser abgesprochen sein. Ich hatte ja kurz Bescheid gesagt, aber da müssen dann beide Teams eben mitmachen. Viertelstunde. Genau. Viertelstunde reicht ja vollkommen. Macht jeder, also siehst ja, eine Minute und irgendwas. Und dann waren wir schon bei 317 und dann hatten wir auch wieder normale Gegner. Ich glaube, bis 302 kamen wir runter. Echt? Oder 7, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war es kurz über 300. Wir waren immer noch in Silber. Ja. Aber vielleicht planen die da jetzt ja irgendwas. Ich weiß zwar nicht, warum wir das nicht gemeinsam beschnacken, aber wird schon irgendwas bei rauskommen. Das kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht keine anderen Meinungen gewünscht. Das ist... Das war schon nicht schlecht. Ich glaube, jetzt gehe ich erstmal nach rauchen. Ich bin gespannt, wie das weiterläuft. Ja, auch. Ja. Nicht, dass es dann heißt, wir müssen jetzt weiterspielen. Und ich bin nicht da. Gehe ich auch smoken. Ah, jetzt ist halt die Frage, warum die jetzt quatschen, wenn Sunny in 10, 20 Minuten eh los will. Das ist echt doof. Aber das kann er nicht wissen. Bis gleich. Jo. Respekt, und kannst du heute fahren? Hey, raus aus unserem Channel! Verpestet die Luft. Ja, was machen diese fetten Kinder schon wieder hier? Los, weg mit dir, cool. Schmoppen bitte unterlassen. Habt doch viel Spaß. Danke. So, alle Pipi-Mann aus der Hand genommen. Nee, du hast gerade noch einen rauchen. Goa ist aber nicht bei uns im Team. Ja, stimmt. Sig da, Spectron da? Ja. Alles. Erstmal runterspielen oder was? Raptor, du fettes Kind. Ja, du fettes Kind. Bist bestimmt voll der Spargel-Tarzan, ne? Nee. Wie viel habe ich? 87 Kilo? Du wirst den Junge! Das ist ja süß. Alles hochprozentige Muskelmasse. Alles klar. Hey, habt ihr jetzt ausgemacht, Raptor runterfahren? Sollen wir runterfahren? Nee, ich wollte wissen, was ihr jetzt aber ausgemacht habt für die Zeit. Jetzt, die sind alle rauchen gegangen, pissen gegangen. Ach so, wir haben gar nichts ausgemacht. Ich habe nur kurz mit Schlüpfer und Sunny, muss ich kurz unter vier Augen sprechen. Alright. Nichts Schlimmes. war eine dreiste CW-Unterbrechung. Ja, pff, mein Gott. Ja, Sunny muss halt in 8 Minuten gehen.
Achso, ah fuck. Ja, okay, das habe ich jetzt nicht beachtet. Sorry. Ja. Nee, kein Ding. Aber macht mal weiter, ich gehe hoch. Alles klar. Na, wollen wir uns erstmal runterspielen oder was? Gucken wir erstmal, was wir für Gegner kriegen. Bei uns war es recht angenehm von den Gegnerteams. Also es waren jetzt nicht die Top-Clans, deshalb fand ich, wir haben entschieden, normal weiterzumachen, weil es eigentlich voll ging. Immer irgendwelche Aspekte spielen, Solo und sowas. Naja. Bei uns nenne ich auch so auf Melee-Teams oder so, weil es keine Relikt-Melee-Teams oder sowas, oder? Wie viel Arbeiter hast du jetzt drauf, Martin? Jetzt noch einer. Das Verkaufszeug muss erstmal alles durchgehen. Was? Wie viel hast du drauf? Einer. Okay, Doppelscorp. Komischer Scorp. Okay. Jede Menge Pulsar. Gucken wir erstmal. Wir bleiben auch erstmal defensiv. Dann gehen wir auch erstmal auf unseren High Ground. Okay, ich brauche eine Scorp links oben und eine Scorp rechts oben. Okay, ich bleib links. Ich stelle mich erstmal gediegen an die Seite und warte. Korhax ist recht weit vorne. Ich komme rüber nach Holy. Ich gehe kurz pieken. Wieder zurück. Waren alles aber, ne? Nee, eine Spinne. Da war eine Spinne dabei. Okay. Kanonenspinne, ja. Okay, ich guck mal, dass ich mit sorry. Alles gut. Wir müssen schauen, dass wir erstmal Damage austeilen. Wenn ihr viel gelben Damage austeilt, auf wen auch immer, bitte dann einen Call geben. Ja. Also wichtig wäre sowas wie 1000 Gelb hochgerechnet. Bisher nichts Tolles. Okay, Hero CZ fliegt runter. Topkiss kommt auch. Okay, Topkiss ist auch unten. Jetzt können wir langsam aktiv schalten. Die werden jetzt langsam drücken. Rechts Topkiss. Topkiss 300 gelb. Okay, Slenderman geht jetzt rein. Ja. Aufpassen. Topkiss weg. Nice. Okay, eine Waffe verloren. Der Hero hängt auf. 800 Fokus gelb. Fokus auf Hero CZ. Schön. Raus. Achtung, nur noch Spinne. Lasst euch Zeit. Ich geh die ein bisschen tanken. Ein bisschen strugglen. Brennt. Schöne Sache, schöne Sache. Ohne Witz, die Karre hält so viel aus, ne? Der Typ hat mir dreimal in den Arsch geschossen. Wie viel Struktur hast du denn damit? Ja, gerade mal 2000, also 1976. Okay, aufpassen, die kommen jetzt direkt aggressiv. Ja. Einer links, einer rechts. Ich
ich gehe auf die alle Bridge. Alle in Cloak, einer ist noch offen. Das ist die Spinne. Ich gehe die gleich nerven. Okay. Die Spinne kommt jetzt. Okay, wir brauchen die rechte Seite, müssen wir unterstützen. Wir brauchen Fokus. Der Hero krepelt. Quarks. Bin entwaffnet. Quarks brennt. Quarks raus, Scorp war es noch irgendwo. Ich hab von den Piraten ins Kopf. Hinter direkt unter. Unter mir ist Top. Ich komme nicht weg. Hat nur eine Scope. Hat keine Scorp mehr. Jawohl, der war schön. Schön die Spinne gefickt. Okay, hier unten ist der Pulsar aber noch. Wie sieht's mit der Spinne aus? Ist in Bearbeitung. Die kann aber nicht mehr viel. Die Spinne wird jetzt gleich platzen. Okay. Hero CZ ist noch recht. Ich komme. Okay, alles gut, haben wir. Schön. Nice. Very, 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 very nice. Nur mal kurz Garage, oder? Okay. Nee, reicht noch nicht. Dann let's go. Ich höre halt immer nur das was verkauft ist, aber ich weiß halt nicht was. Nochmal runterspielen, ne? Könnt Speck und ich ja unsere Fusion nehmen. Schon mal Pulsar, Reaper, Fahrzeug, Spinne, Typhoon, Spinne. Der Hybride ist gefährlich. Okay, das ist jetzt schwer zu sagen. Eigentlich haben wir den Reichweitenvorteil, ne? Ja, also du, Slenderman, deine Aufgabe natürlich wieder, wenn der Hybride gecloaked ankommt und sich cloaked, sofort einschreiten. Dass ich, du ich die Flinten Havern wegbekommst. Alles klar. Okay, ich bin Brücke rüber. Hybride ist noch ganz hinten. Zwei sind jetzt im Cloak im Tunnel. Hybride ist durch, Slenderman. Achtung, er kommt auf die. Hat einmal bekommen. Der ist jetzt durch, den können wir jetzt abfangen. Den können wir jetzt abfangen. Bin drauf. Ich versuche zu flankieren, dass ihr Zeit habt.
Hat nichts mehr. Der brennt. Ich kann nicht mehr richtig lenken. Auf Acrinize. Okay, der. Die Spinne brennt fast. Ist voll im Arsch. Der Pulsar. Andere Spinne brennt. Reaper. Da habe ich ihn gebaitet. Ja, das war wunderschön. Okay, ich werde wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf mich ziehen, damit ihr arbeiten könnt. Okay, bleiben erstmal recht defensiv hinten. Okay, der Hybrid ist ganz weit hinten. Da kommt 400 auf Acrinize. Okay, die Spinne steht jetzt hinten. Oh, sorry, Spektrum, das war. Kein Ding. Okay, die Spinne hat gut gefressen. Zwei in Club, ne? Okay. Unter der Brücke. Okay, das ist der Hybride. Okay, Jeffrey ist gefickt. Hybride kommt jetzt gleich hoch. Achtung, Hybride in Cloak. Sieg direkt. Ja, bei mir. Ah, oh, shit. Okay, wir müssen Sieg helfen. Bin drauf. Okay, Sieg, du bist safe. Jo. Den Hybriden und dann Concentration wird wieder auf die Spinnen. Eine Spinne auf jeden Fall. Sind glaube ich beide da. Okay, da eine ist. Ich gehe rein. Ja. Bam, Junge. Wunderschön, wunderschön. Nice. GG. Oh, stopp. Na, neue A, bitte. Ja. Wunderschön. Es geht voran. Läuft. Wie geschnitten Brot. Erstaunlicherweise muss ich echt sagen, mit dem Bild, was du jetzt hast, als Ergänzung für die Hover, ultra effektiv. Sehr, sehr, sehr effektiv. Wer braucht Reliktwaffen? Alles nur Verarsche hier. Ja, mein Reden. Ich sag ja, ich habe Kleingefecht auch schon mit blauen Waffen gerockt. Über 200 Punkte, ohne Probleme. Jetzt hast du zwei Arbeiter. Ja, aber blau ist die. Blau ist halt die Struktur zu wenig. Okay. Typhoon Hover? Scorpion Hover? Pulsar Hover? Und noch ein Scorpion Hover. Selbe Situation wieder. Rechts, links. Jeweils eine Scorpion. Ich Mitte. Slenderman hält sich erstmal zurück und gibt dann Call, wenn er. Okay.
Okay, dann bleib am besten direkt natürlich rechts. Wenn ich ein passendes Ziel finde. Okay, Sieg dann links. Und ja, wie gesagt, Sandemann, du weißt, wenn irgendeiner sich absplittet oder wenn die Gelegenheit sich erbietet, dann... Okay, rücken langsam alle vor. Rechts ist der Typhoon Hover. Auf dem Sniper-Hügel steht auch einer. Das ist der Scorpion. Okay, ich werde sehr gefokust. Hier links. Links ist jetzt ein Scorpion, aber müssen. Okay, Slenderman ist drinne. Brauchen Fokus jetzt. Dirt Dog hat nur noch eine Scorp. Keine Scorpion. Ich bin raus. Okay, Fokus bitte auf den. Ja, bin drauf. Der Moldi ist auch fast. Ja, bin auf Moldi. Pulsar raus. Moldi ist entwaffnet. Ich bin mit dir drauf, okay, Moldi. Okay, bin entwaffnet. Ich tu den Struggle ein bisschen. Einer aus seinem Captain, ne? Schön. Einer muss ins Captain von uns. Ja, bin unterwegs. Spectrum, du bist ja noch aktiv, oder? Ja, ja, ich hab noch alles. Ja, dann können wir den doch einfach holen. Der müsste ja der entwaffnete Hover sein. Der hat sich jetzt gecloaked. Der ist, der fährt nach hinten. Der ist noch in der Cap von uns, hinterm LKW. Ihr habt noch alle Zeit der Welt gerade. Schön. Nice. Diesmal müssen wir wieder nicht so weit vorrücken. Wir suchen uns die bessere Position aus. Trotzdem bis Mitte vor. Rechts, links wieder. Und lasst sie kommen. Wir haben jetzt den Vorteil. Links außen. Ganz links außen. Ich muss alleine nehmen. Der Dirt Dog, der hat schon gut gefressen. Blinken beide Scorps auch. Der Modi kann nur noch nach oben schießen. Der hat 800 Geld bekommen. Ich fahr links rum. Der Dirt Dog ist recht gefixt. Der Lodi ist auch rechts penetriert. Das hast du schön gesagt. Ah, da kommen zwei zu mir. Dirt Dog keine Waffen mehr. Ja, bin weg. Der Dirt Dog ist entwaffnet.
Okay, der Arnold Sick, der ist noch gefährlich. Bin blank. Okay, das ist auch blank. Ich hab nur einen. Nice. Sehr schön. Hol ihn dir. Schönes Ding. Ne, gerade fertig geworden. Hallo, Sunny. Mach es gut. Ja, jo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Also ich habe noch so viel im Markt, das reicht locker noch für noch zwei Arbeiter. Und die Arbeiter verbraucht 3 Energie? Oder 4? 4. Nee, 3. 3, genauso wie die Equalizer. Das brezelt richtig. Rein theoretisch kannst du auch 5 Arbiter machen, aber ihr könnt halt den Perk nicht ausnutzen. Naja, erstmal der Perk und dann halt, wie gesagt, der Red Beam, der macht's dann halt schon noch aus. Ja. Ich sehe gerade, ich bin ein bisschen überladen. Ja, nach dem ersten Treffer sollte es auch kein Problem sein. Ja, ich bin trotzdem bei fast voller Geschwindigkeit. Kann man die blauen Reifen auch fusionieren? Weiß das einer? Natürlich. Du kannst alles fusionieren. Du kannst weil dann muss die ein bisschen mehr Tragfähigkeit kriegen, die blauen. Kosten ja nicht die Welt. Und geht das. Am Maximalgewicht bin ich ja nicht. Uran, hast du ja schon 10er Stack auf jeden Fall drin, demnächst schon sogar 20er. Ja. Damit kannst du dann auch gerade wieder weiterarbeiten. Oh, ich hab schon wieder Bock zu saufen. Das Wochenende, ne? Ja. Hast du das am Dienstag nicht schon? Ja, ich hab immer Bock zu saufen. Basic ist jeden Tag Wochenende. Es gibt immer einen Grund, ne? Schön wäret, Junge, schön wäret. Bergfest, Alter. Hatten wir den schon eben? Mhm. Aber jetzt haben sie eine Mandrake und Doppel-Porcupine. Hier seid ihr aber hart im Vorteil. Ich würde trotzdem aufpassen, die eine Mandrake kann uns trotzdem ein. Porcupine würde ich gerne ungern pushen. Ja, das ist Axilla. Axilla war Doppel Reaper. Ja. Ja. Ja, wir müssen die drücken. Auch wenn wir verlieren, kein Problem. Wir üben das jetzt mit dem Drücken. Slenderman, ganz wichtig. Mhm. Du gehst nicht rein. Du gehst gar nicht rein. Ich schieße von außen. Erst wenn die Mandrake raus ist. Beziehungsweise die Mandrake so gefickt ist, dass. Oder auch der Struggle so hoch ist, dass sie keine Chance. Okay. Weil die Pork nimmt dich sofort auseinander. Ja, ich bin raus. Ich bin scheiß Captain.
Okay. Wir können eventuell einen leichten Rückzug starten. Bin entwaffnet. Reaper macht mich stark. Okay, dann leichter Rückzug, leichter Rückzug. Jetzt direkter Rückzug. Spectre, du bist entwaffnet? Ja, ich krepel auch schon. Okay, alles gut. Alles gut. Wenn wir jetzt einen angefickten Pulsar haben. Ja, der brennt. Die müssen jetzt kommen. Die haben keine Chance. Ja, es steht unentschieden, ne? Jo. Okay, ich bin so gut wie raus. Was? Fuck, Alter. Wie sieht's bei dir aus? Ja. Geht noch. Pulsar, aber da müsste raus. Okay, ich bin gleich down. Ich bin, glaube ich, raus. Der Pulsarhaber ist hinten, hinter der Brücke. Naja, geh auf den Pulsarhaber. Da komme ich nicht hin. Eventuell drücken. Ja, die Kanone, siehst du? Da kriege ich schon aufs Maul, ja. Okay. Das war ein richtig dummer Fehler meinerseits. Ich dachte, wir hätten einen Cap-Punkt gestartet. Und wie gesagt, wir waren kurz davor einen Cap-Punkt, aber dann war es wirklich die minimale Sekunde, wo wir dann. Ah! Fuck. Alles gut. Okay, drücken wir nochmal. Habe. Achtung, Porks von oben. Okay. Slenderman ist drinne. Fuck, wir können nicht. Ich komme nicht hoch. Der brennt hier, der Mechanical Aids. Weg. Oh nein. Ich hab aufs Maul gekriegt.
Der brennt schon, ne? Und raus. Raus. Kann mich auch nicht mehr so toll bewegen. Ja, auf der Map kann ich nicht so viel reißen gegen sowas. Hätte man schlagen können, aber nicht schlimm. Alles gut. Wir müssen auch schauen, dass wir halt, sind auch starke Gegner. Chat, die spielen nicht ohne. Gucken wir mal hier, was wir kriegen. Hybride. Noch ein Hybride. Bestimmt noch ein Hybride. Ne, Typhoon Hover. Und noch eine Hybride. Ekelhaft. Drei Hybriden? Jo. Ja, wir halten uns bei der Kapelle. Wo ist die Kapelle? Und zwar da, wo das Spektrum gerade hinfliegt, genau. Achso, alles klar. Kommt schon einer von rechts. Mhm. Eventuell abfangen, noch eine Hybride mit. Der fährt durch die Kapelle. Okay, ist einer schon durch. Ja, hat mich schon raus. Keine Chance. Da kommt einer zu Martin. Ja, alles gut. Aber noch weg. Und jetzt sind schon alle tot. So, einmal sprengen bitte. Weil auf der Karte müssen wir uns das nicht geben mit drei Havern. Da spielen die uns einfach aus. Können wir zwar auf Krampf versuchen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe heute echt gar keinen Bock auf Krampfen. Das ist doch ein schönes Fest für uns. Jo, zwei Reaper, zwei Tsunami. Ja. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen Gleise. Und tun von dort aus agieren. Also haben wir die Spinnen dann offen und haben nicht die Gefahr, dass sie dann aus der Ecke rauskommen und dann irgendeine Scheiße. Können wir noch weiter vor? Haben sie direkt vor uns dann. Einer in Clock auf jeden Fall. Das Länderwendemuster weg. Die schießen unten drunter. Tsunami-Haber, rechte Seite. Tunnel draufhauen. Okay, die drücken jetzt langsam vor.
Ich war drauf. Machst du den Hover? Bin mit auf Hover. Okay. Nicht mithelfen. Lass ihn das alleine machen. Er muss ein Mann werden. Okay. Läuft. Er muss ein Mann werden. Ja, hallo, er war im Ring. Er war im Ring. Ja, Raptor, im Ring des Todes. Nee, von der Clan-Papa hier, Der Clan-Papa. Komm, Scherznüpfen sein. Okay, wieder Konzentration. Wieder Gleise, können wir vor. Wir können die eventuell auf dem Vorhof abfangen. Komm durch die Mitte. Da fahren wir ins Cap, wir sind schneller. Dann gehen wir ins Cap. Okay, die werden jetzt auch wieder rein. Wir dürfen nicht, die dürfen nicht von beiden Seiten uns flankieren. Das ist verdammt wichtig jetzt. Weil links kommen sie jetzt schon. Dann fahr ich rechts. Spinne brennt. Tötet auf den, der brennt. Ja, und der letzte kribbelt. Schön. Nice. Okay, hier Bride. Nochmal eine Bride. Nochmal eine Bride. Und nochmal eine Bride. Wir tun jetzt sofort vorpushen auf die Bride. So schnell wie möglich. Wohin? Einfach drauf pushen. Auf die Brücke. Auf die Brücke, okay. Sie haben lange Anfahrtswege, wir können von der Brücke runterspringen, wir haben da mehrere Möglichkeiten. Also einen kann ich fressen, vielleicht auch zwei. Okay, zwei bleiben defensiv erstmal hin. Okay, wenn die, wir haben die optimale Position. Wenn irgendwas kommt, kann ich pre-feuern. Ja, ich habe noch das Oculus mit. Einer an Clock. Eine aufgedeckt. Noch, da ist jetzt durch. Ich der kommt von der einen Seite. Einer fehlt noch. Ich sehe noch nichts. Ja, schon okay, sind alle feiern. Auf unserer Seite drüben. Bleibt mal hier. Okay, ich komme wieder zu euch zurück. Hab nur einen kurzen Schuss gesetzt.
freefeuern? Oben rechts. Sehr schön. Schönes Ding, schönes Ding. Engage kommt jetzt, Achtung! Neben mir! Ja. Sehr schön, Zick. Läuft noch. Ich tue den Struggle, Zick. Der ist gestunt. Okay, das hast du. Einfach rückwärts und schießen. Jawohl, der ist blank. Schönes Ding. Ach komm, verpiss dich doch. Ja, Martin, mach den. Alle wollen die jetzt bumsen. Selbe Prinzip wieder, direkt auf die Brücke. Die werden aber jetzt wahrscheinlich aggressiver kommen. Glaube ich auch. Werden sie kein 2-2 mit sich machen lassen? Direkt Brücke. Und immer schön pre-feuern. Neben mir. Okay, alle in Cloak, Achtung. Da kommt was hoch, da ist noch was, direkt. Shit. Okay, alle sprengen. Okay, wieder straight Brücke bitte. Alle schon in Cloak. Die kommen aggressiv jetzt. Okay, wir gehen nicht Brücke, wir bleiben hier. Erstmal Position halten. Sind alle unten drunter? Ja. Okay, einer kommt jetzt hoch. Okay, hat's doch nicht gemacht. Einer steht, will nach rechts rausfahren wahrscheinlich. Ja. Einer kommt von rechts. Hinter uns! Hier, 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 hier! Achtung, nächster.
Tut mir leid, kann ich nicht machen, das sind einfach zu viele. Alles gut. Nee, kein Problem. Alles gut. Halt. Mal schnell pinkeln, bitte. Jo, alles gut. Nee, trotzdem, gerade bei der Medi-Runde, ich war vollkommen zufrieden. Das ist, gerade mit drei Habern ist es extrem schwierig. Ja. Stender, du hast gutes Fokus, beziehungsweise gute Sperrfeuer gegeben, um die aufzutreten. Haben einfach gut uns austaktiert. Müssen wir halt üben. Das, da gehört jeder dazu. Nicht genauso wie alle anderen, müssen wir halt besser entgegenwirken. Aber es kommt, mein Gott. Es gibt, bei Medis ist es halt immer 50-50 Chance, dass die halt einen guten Engage starten. Wenn der Engage perfekt von denen ist, dann haben die schon im Prinzip. Aber, wie gesagt. Aber mich wundert, dass Melee immer noch so gut funktioniert, obwohl die Spark genervt ist. Ja, und das ist ziemlich hart. Das Problem ist, du kannst Melee fahren. Und tust es auch teilweise erfolgreich machen, aber es ist ein zweischneidiges. Mit dem Medi fällt das ganze Spiel und siegt das ganze Spiel. Also es kann sein, dass ein guter Treffer kommt, du bist am Arsch und nach dem Nerf haben wir richtig auf den Sack gekriegt, weil wir sind ja vorher auch nur Medi gefahren. Ja, wir auch. Das ist, es funktioniert immer noch, aber es ist, wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Es kann funktionieren, es kann aber auch genau nach hinten. Wo dann aber die erfolgreiche Rate doch eher die Meta-Haber sind. So, wieder ready. Jo, ready. Okay, hoffen wir mal, dass wir jetzt was Geschenktes bekommen. Ah, komm, guck mal. Da war noch eine Ergänzungs... Nee, das war... Die hatten wir gerade eben schon mal. Genau, ja, das war die Porkspinne. Ja. Können wir auf Distanz aus... Würde sogar sagen, eine Brücke, beziehungsweise ich gehe aufs Offene. Ihr könnt vom Highground und von Tunnel aus schön flankieren. Heißt also, ich rechts zur Brücke hin, einer im Tunnel und einer auf dem Highground oben. Dann gehe ich auf den Highground. Ist da rechts, Spektron? Und ich treibe mich irgendwo rum. Genau, du startest den Engage, sobald du es als richtig empfindest. Okay, ich gehe jetzt erstmal wieder ein bisschen verdeckt. Alle in Cloak. Okay, ich fress zu viel. Gelb, Topkiss. Ich guck mal, ob ich links oder rechts was machen kann. Okay, ich versuche mit dir zu drücken. Ich komme mit euch. Jetzt 3 gegen 2. Ich habe leider nur eine Waffe. Ja, mach die Kabine rot.
Ich bin entwaffnet. Okay, der brennt. Porkenfeinspinne brennt. Ja, bin drauf. Brauch nicht viel. Topkiss ist noch aktiv. Ja, struggle ein bisschen. Ich hab keine Waffen mehr. Koax ist entwaffnet. Nee, doch noch nicht. Nee, der hat noch einen. Danke. Eine hat er noch. Vielen Dank. Eine Pulsar hat er noch. Die blinkt. Ist entwaffnet. Gut, wunderschön. Nice. Tut auch ein bisschen ärgern. Nett, nett, nett. Nice. Derselbe Anordnung, einer Tunnel, einer um High Ground und ich versuche auf dem offenen Feld was zu retten. Ich gehe wieder nach oben. Okay, die kommen jetzt unten. Oh, die drücken mich, die drücken mich. Ich komme zu dir. Ich muss ganz weit zurück. Ich habe zu viel gefressen, viel zu viel. Die nehmen jetzt den Slenderman auseinander. Als ob die mich jetzt schon komplett entwaffnet hätten. Ich bin sehr angeschlagen. Bin raus. Sick, weiter rückziehen. Rechts im Tunnel. Cloak. Kommt jetzt rum, Sick. Er hat mich entwaffnet, scheiße. Okay, sprengen. Wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen defensiv. Also ich werde nicht aufs offene Feld gehen, das war... Da haben sie mich nochmal ein bisschen machen lassen. Slenderman. Wirklich, du bist der Letzte, der jetzt hier reingeht. Also... Okay. Sehr, sehr, sehr zurückhalten. Die haben das gecheckt, was wir starten wollen. Ich versuche mal, eventuell über Banane was zu reißen.
Die Spinne ist allein da hinten. Ja, lasst euch nicht baiten. Einer einen Clock oben? Ja. Bei uns? Das ist der Pulsar. Ne, die Scorpion ist das. Fühlen sie dicht beieinander. Jetzt wäre es sogar gut, wenn du reingehst. Das wäre jetzt sogar optimal. Weil jetzt sind sie hinten. Komm jetzt. Ich bin entwaffnet. Ich hab ne Pork abbekommen. Der hat Porks dran. Ja. Scheiße, Mann, hab ich gar nicht gecheckt. Er trifft aus der Drehung genau meine Waffe. Hat jemand noch Waffen? Nee. Nein. Die krepeln alle, ne? Okay, sollte halt nicht sein. Kurze Raucherpause. Ja, machen wir kurz Raucherpause. So. Wer ist alles da? Ja, bin da. Bin noch am Rauchen. Ah, alles gut. Slenderman? Ja. Wenn... Ich weiß, man regt sich auf, gerade wenn man so ein Hover hat und das schießt aus der Drehung raus. Bitte weglassen. Weil gerade wenn noch Leute Bewaffnung haben oder aktiv sind, das bringt die teilweise manchmal durcheinander.
brauchen. Also gerade wenn es dann wirklich eng wird, brauchen wir die volle Konzentration. Ja, okay. Einfach für sich selbst. Alles gut, ist nicht schlimm. Muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Aber wie gesagt, wirklich, da braucht man wirklich jede Konzentration, die noch da ist. Aber sonst, ich bin wie gesagt mit allen zufrieden. Und so wie es läuft, super genial. Ja, auf jeden. Wie gesagt, großes Lob an dich, Lenven. Danke. Was haltet ihr von, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen runterspielen? Ja, wäre ich dafür. Können wir machen. Jeder packt sich gerade mal aus, worauf er so ein bisschen Bock hat. Einfach so just for fun Bild. Respekt dran, fusionieren? Nee. Nee, dauert zu lange. Ich nehme mein Lanzenbild. Hauptsache ein bisschen Damage machen und danach tun wir uns die zweite Runde sprengen. Tja, Mensch, mein dicken Hoover, Junge. 14 Lanzen. Was ist das? Was ist das, Lennart? Der Maulwurf, oder was? Das ist eigentlich unsere Fusion. Das ist ein Teil davon. Geil. Was denn? Alles gut, alles gut. Schaut, dass ihr auf jeden Fall eure 40 Punkte macht, dass wir noch den Schrott abstauben können. Ich probier's. Entweder mache ich definitiv über 40 Punkte oder gar nichts. Das sind jetzt auch nur zwei Matches, die wir uns runterspielen. 14 Lanzen, Junge. Die kriegen jetzt auf Fresse. Das hätten wir sogar gewinnen können. Das wäre so richtig schön geschenkt geworden. Oh, dann gewinnen wir jetzt. Das wäre hart. Ich fahre direkt rüber. Die Spinnen sind schön langsam. Was ist das denn, Alter? So, wenn einer Contact hat, ich kann fusionieren. Die Spinne brennt. Der Wichser hat mir meine Waffe geklaut. Alter, das Ding hält was aus. Welches Ding? Ich bin ein Waffner, aber der Hammer fliegt. Läuft. Alter,
Alter, sind die scheiße. Der Kospektron sprengt dich. Ja. Sandman, du musst nochmal Punkte machen. Ja, ich reiß das. Habt ihr gehört? Er macht das alleine. Okay. Er greift nicht mit ein. Hat einer Radar drauf oder so? Nö. Nö, wird überbewertet. Bam. Therapie. Ups. Das war's für mich. Ups, das war's für den Sieg. Ach ja. Ja, sprengt euch. Aber geil. Geil, wir hätten sie fast geschlagen. Ist das genial. Okay. Wechseln wir wieder auf die normalen Builds, weil... wir sind jetzt wahrscheinlich in der Bronze-Liga. Und da können wir wieder mal gucken mal, ja, optimal. Weil die gerade eben, das war ja für uns im Prinzip ein Geschenk gewesen eigentlich. Jetzt wieder normal oder was? Ja, ja. Wieder normal. Ja, dann haben wir auch gerade verloren. Ich glaube, zum Runterspielen baue ich mir mal echt mal so einen Triple Whirlwind Hammer. Ich glaube, das brezelt brutal. Oh, die hatten doch vorher auch schon. Pulsar. Ja, bestimmt. Taktieren wir schön wieder aus. Wir können Gleise gehen. Ja, wir gehen Gleise. Ja, würde ich auch sagen. Müssen aber auf die Pulsar aufpassen. Aber sind Vierer Hover, also. Beziehungsweise hatte eine war ein Vierer. Der andere war ein Sechser. Cloak. Zweiter in Cloak. Einer in Cloak. Ich rück mal ein bisschen weiter vor. Der Modi kribbelt. Okay, Arcanis brennt.
und einem habe ich was weggeschossen, 6 markiert. Geh rein. Bin drauf, Martin. Ich hänge halt hier voll den Captains. Ja, alles gut. Das machen wir. Nicht genau so wie was genau mit ihm passiert gerade. Ich glaube, der wurde einfach gerade vergewaltigt. So soll er sich auch fühlen. Ich habe ihn ein bisschen bestiegen. Okay, Konzentration wieder. Jetzt machen wir eine schöne Pose, können wir direkt vor. Weiter. Einer in Cloak. Sein ist die Mitte. Den machst du. Ich helfe noch ein bisschen. Hier ist noch ein Hover gerade um. Slenderman, machst du den? Gut. Very nice. Bin raus. Da hinten sind Ribbon-Pulser. Ich flieg bei denen ins Cap. Müssen sie zurückkommen. Spinne auf, die ist gefährlich noch. Oh fuck, sorry. Die brennt. Brennt. Hat glaube ich keine Reaper mehr. Okay. Ach, wir haben durch Captain gewonnen, geil. Jupp. Seine hat noch gefehlt. Die anderen spielen für uns runter. Machen wir doch mal Sweet Uran. Seid ihr beiden heute Abend auch dabei? Jo. Jo. Sehr schön. Martin, du auch? Ja, denke ich. Sehr schön. Heute Abend haben wir dann auch noch den Geo, eventuell kommen noch ein paar andere Leute, vielleicht können wir sogar eventuell dann 3 Gruppen starten. Sex. Okay, Reaper. 2 Hybrids. Du kannst probieren. Ich sag von vornherein, aber wenn wir jetzt auf die Fresse bekommen, nicht schlimm. Alles. Nee, bitte. Ich habe gerade nicht aufgepasst. 2 Hybrids und ein Typhoon ist dabei. Okay. Die sind nicht schlecht, die sind recht gut. Also ist zwar nur das zweite Team, aber passt einfach. Einer schon in Cloak. Einer
Einer in der Cloak vor mir fährt zur Kapelle. Ist wieder abgedreht. Ne, da kommt das Hybridbild. Ja, sehr schön, ist immobil. Einer noch bei mir. Ja, mit drauf. Nice, ist blank. Ich bin nur am Typhoon, aber der hat mich gerade entwaffnet. Ist aber am Hängen. Ja, kommt Martin, jetzt zu geht euch. Drauf. Ich bin mit Martin auf den Hover. Ich tue gerade den Typhoon aber noch ein bisschen strugglen. Okay, nice. Raus. So, ich komme zu euch. Er ist jetzt im Cap. Ich glaub, ja, den macht der ihr. Kassiert, der ist weg. Sehr schön. Schön, nice. Gegen Reaper, das ist gut. Richtig, richtig gut. Ja. Schon gewonnen. Einer hat schon gerage quittet. Also wir haben jetzt nur noch 3 gegen 4. Einfach ein bisschen aufpassen. Den Rest machen wir von selbst. Einer in Cloak. Wir haben nur noch einen Hybriden gegen uns. Der Hybride kommt jetzt gleich rein ins Camp. Der Hybrid ist bei mir. Bin drauf. Er jagt mich. Okay, der Teil von der Wart ist schon gesprengt. Ja, machen weg. Der zweite hat gerage quittet. Oh, schön. Richtig schön. Richtig schön. Die hatten keinen Bock mehr. Ich glaube, die gehen sich jetzt ritzen. Ja. Geil. Die gehen sich jetzt ritzen. Oder die installieren das Spiel. Verkaufen ihre Accounts. Genau, Alter. gleich alles. Oh, es kann natürlich auch sein, dass einer seinen PC aus dem Fenster geschmissen hat. Deswegen den Disconnect, ne? Ja, genau. Da ist der Laptop geflogen, dann hat er WLAN-Disconnect. Ich bin da mit dem Faust durch den Monitor geboxt, aber dann wird der Rechner noch laufen. Oh! Mein Rack Porcupine. Ach, das Junge! Okay, schönes Ding. Geil. Zwei Reaper und Helios mit Doppler-Aegis. Der letzte hat den besten Namen. Ja, können wir mal ein bisschen vorrücken. Sonst tut uns der Barbossa auf Distanz ein bisschen Mandraken, aber. Über die Brücke? Ja, wir können Brücke gehen, wir können unten ein bisschen uns verteilen. Wichtig ist nur, dass wir uns von der Reaper nicht extrem drücken. Nicht zu aggressiv rein bei den Reapern, bitte. Und wir müssen auf den Doppelschild Helios aufpassen. Doppelschild Helios oben.
Martin, da ist die Mandrake. Der Helios krepelt. Ich bin entwaffnet. Der Hard Edge brennt. Das ist kein Schild mehr. Nee, das ist blank. Helios bitte ignorieren. Nur noch der Helios. Sweet. Oh, Martin, du brauchst noch Punkte. Ja. Du hast 16 Punkte. Ja. Kann man aber gleich wieder vorne, nach vorne gehen. Schauen, dass wir nicht von einem Mandrake getroffen werden. Ziemlich gesplittet, ne? Alles gut. Die Mandrake 2000 gelb. Geil. Da ist irgendwas geplatzt. Aufpassen, hier fliegen Fässer. Die Helios ist noch aktiv. Müsst auf die Helios. Direkt vor mir. Oh, der kotzt, Junge. Ich muss hier raus. Wie gesagt, die Helios ist noch extrem gefährlich. Oh, ich bin an der Reaper und hänge in der Kapelle. Helios ist am Hängen. Hab eine Helios verloren. Eine. Ich bin down jetzt gleich. Schönes Ding, schönes ja, Ding. 2000 gelb. Hab ihn. Nice, Brudi. Geh runter mit der Helios helfen. Ja, ich geh auch, komm runter. Ja, da ist noch die Reaper, die mir ziemlich. Ja. Helios brennt. Sehr schön. Boah, war das nochmal? Oh, 40 Punkte, Alter. Ja, sind es wirklich 40 Punkte, die man braucht? Guck ja. Mal. Ja, ich hab gekriegt. Du hast gekriegt? Ey, geil. Der Barbarossa, der kotzt so ab, Junge. Was meinst du, wie der da rumbrüllt? Du kennst ihn doch, du, ey, das ist doch so ein Pisser, ey. Okay, machen wir nochmal 5 Minuten Pause. Okay. Ah, oh, ja, geil. Ich kaufe mal meinen dritten Arbiter. Aber ich hab die Mandrake direkt mit 2000 gelb getroffen, dann nochmal die Spinne mit 2000 gelb.
Junge, der ist jetzt den ganzen Tag so wütend, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, du hingst in der Capcan-Sec, oder? Ja, genau. Ja. Und dann schön hinten auf den Generator. Weißt du, was das Geile ist? Er hat ja selber gesagt, so ja, er möchte hier einen Clan, die was reißen. Ja, man merkt ja gerade, in welchem Clan die was reißen. Dieses arrogante Arschloch, ey. War der vorher hier, oder was? Nee. Mit dem Clan vorher. Das ist so ein richtiger Agro-Typ, weißt du? Okay. Ja, aber der war auf jeden Fall besser wie der, wie heißt der? Ja. Andere Hurensohn. Ich weiß es auch nicht mehr. Artemis? Nee, Artemis war kein Hurensohn, er war einfach eine Nervensäge, meinst du jetzt? Ein Opfer. Fuck, wie heißt der denn? Der mit dem Porcupine-Stick. Ja, ich weiß, wie du meinst, ich komme da auch nicht drauf. Barbarossa und. Ich hab keinen Plan, wie der Spaß hier nochmal hieß. Ich geh schnell eine rauf. Alles klar. Ja, sollen wir dann heute Abend die Konstellation weiterfahren? Ja, gucken wir mal, wie heute Abend die Leute da sind. Ha, es reicht, dass ich einen Reifen fusioniert habe auf Packesel. Ja, perfekt. Die anderen sind alle immer nur verstärkt geworden, das könnte. Ja, aber auch besser wie nichts, auf jeden Fall. Du hast jetzt 3 Arbiter, ne? Ja. Nice. Richtig nice. Geil wäre es, wenn ich hinten irgendwie noch so einen Haken dran hätte. Dieses Mal, wenn ich an so einem Hover runterfahre, dass der einfach hängen bleibt. So, ja, da. Jo. Sick, kurze Frage. Yes. Hast du das Entenbanner schon? Kurz davor quasi. Da ist eine Aufgabe bei. Da musst du Gegner töten, während du tot bist. Und das dauert halt noch. Ja, aber musst du das mit der Squad machen? Nee, kannst du mit allem machen. Ne? Ich frag mich nur, wie ich das am klügsten anstelle. Am besten machst du das mit der Phoenix, ne? Oder Phoenix, ja.
Ah, okay. Ja, ist auch gut. Phoenix oder... Wenn du siehst, dass das einer brennt, schießt du mit der Phoenix drauf und sprengst dich schnell. So. Ah, das ist eine geile Idee. Ja. So, jetzt könnt ihr nochmal gucken. Ich habe jetzt noch einen Haken hinten dran für Hover. Ja, nice. Sieht halt aus wie so ein langgezogener Skorpion oder so. Nice. Okay. Wir ziehen jetzt durch bis halber. Dann machen wir nochmal 5 Minuten Pause und dann ziehen wir bis Ende. Alles klar. Okay. Da haben wir 3 Distanzkämpfer, aber wir sind Hover teilweise. Was auf jeden Fall wichtig ist, die Aspektspinne darfst du nicht facen, Slenderman. Die entwaffnet dich sauschnell. Außer natürlich, du kannst die aufbocken, aber auf jeden Fall erstmal High Ground. Und können auf Distanz erstmal ja, arbeiten. Ich warte einfach ab und guck, was passiert. Jo. Einer auf jeden Fall wieder drüben rechts. Ich komme mit rüber. Ich gehe rechts rüber. Okay, Sig, du bleibst hier oben High Ground und tust hier die Lage checken. Einer schon runtergeflogen. Jo, Apache. Watch ist ein Cloak, Achtung. Ich formieren sich jetzt alle. Okay, ich muss ein bisschen zurück. Rapace hat jetzt schon auf jeden Fall 1000er Weiß und 250 Gelb von mir. Ich sehe halt keinen. Ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten. Ich habe jetzt schon 14 Schuss nur noch. Der Spektrum hat genug dabei. Zwei kommen rechts außen. Okay. Drei. Ja, drei. Die formieren sich. Wollen wir da drauf? Oh, der Fokus von denen ist zu hart. Wir sind ein bisschen zurück. Ich gehe da drauf, ne? Oh, ich brenne. Ich zieh mich zurück. Ja, ja. Slenderman geht es drauf. Sick. Fuck. Ich komme. Apache sniped von oben. Vorsicht, ne? Ja. Thank you.
entwaffnet. Ich hau ab. Okay, Rückzug. Der Scorpion Hover ist im Cap. Der kommt runter. Der kommt auf mich zu. Der ist hier oben. Nice. Sehr schön. Nicht zurückziehen, wenn es geht. Nee, ist aber noch einer. 35 Sekunden noch. Ja, Rückzug. Sandman, wir gehen zurück. Ganz weit zurück. Ich versuche wegzukommen. Ich kann alles gut, Zick. Du kannst noch austeilen. Halt ihn auf Distanz. Sind noch 20 Sekunden. Wir sind ja außer Schussreichweite jetzt. Bearbeite ihn noch so, wie du willst. Der kommt nicht mehr hinter uns. Ja, haben wir. Schön, nice. Richtiger Moment für Unruhe. Achtung, einer kommt schon aggressiv. Ist in der Cloak? Aufgedeckt. Aus dem Cloak. Wir können mal eventuell ein bisschen ab. 500 Gelb hat er schon. Hitfan ist auch da. Gut, genau. Slenderman. Ich bin drauf. Ich hab nichts mehr. Er ist raus. Dann zieh ich mal ab. Nur noch der Chosen One, der recht gefährlich ist. Der ah, die Aspect ist auch noch vollständig, ne? Okay, die Aspect sollten wir erstmal fokussen. Die drückt auch ein bisschen. Ich fall ins Cap. Die Aspect hat noch zwei. Der hat nur noch eine Tsunami. Keine Tsunami. Platz. Raus. Schengener Cup kann bei der Aspect. Jawohl. Die Aspect hat noch eine. Hat nix mehr, der Bruder. Okay, der andere sprengt sich. Läuft nice. Bei euch, ja? Mhm. Ja, haben vorher mal so eine crappy Runde gemacht, um uns rumzuspielen. Ja, wir haben gerade unabsichtlich runtergespielt. Also da hat vom Timing überhaupt nichts geklappt. Okay. Fokus. So schlimm oder was? Wenn man anguckt, was wir für Gegner hatten und was wir für Situationen hatten, war es so schlimm, ja. Ja, starke Gegner oder was? Nee, machbare Gegner, aber halt, ja, irgendeiner stand blöd. Runden, wo wir eigentlich überlegen waren. Wollte irgendjemand den Melee pushen. Wir haben sogar dann noch das verloren, obwohl es eigentlich irgendwie 4 gegen 3 für uns stand. Und solche Dinge. Okay. Oder der Rückzug hat nicht zeitgleich gepasst. Das heißt, einer blieb oben stehen und hat Fresse voll gekriegt. Naja. Ihr fahrt ohne Lead gerade, oder? Nee, ich hab schon ein Lied gemacht, aber irgendwie, ja. Kam ja, es nicht das, immer an. Das sagt schon alles. Der Dampfer macht Lied. Der Raptor. Nee, keine Ahnung, vielleicht hat er auch noch nicht so extrem aufeinander eingespielt. Nee, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also der MX geht auch nicht mit dem Goa Hand in Hand, die sind meistens an zwei Ecken. Sprechen sich nicht ab. Also jetzt wegen Helios. Und ja, war nicht so Bombe. Ihr habt aber drei Distanzkämpfe, oder? Ne, zwei und zwei Helios. Ach, zwei Helios habt ihr. Wir spielten die zweite. Achso, der Goa spielt nur auch noch Helios. Genau. Wieder da. Okay, ich glaube, ist auch eine schwierige Konstellation mittlerweile. Na, ich mit Doppelschild kann man da schon gut Druck machen, wenn die antäuschen und die Schüsse kassieren, aber. War trotzdem. Wo auch Liner ist. Ja, der muss auch weg. Ist zum Geburtstag. Achso, stimmt.
Naja, wir würden jetzt auch noch weiter durchziehen bis zum Ende hin. Also bis 5. Ja. Alle wieder da? Ja. Dann let's go. Merci. Sicher machen, haben wir jetzt schon 40 Uran oder 30 Uran gemacht? Auf jeden Fall eine Menge, Mann. Ich finde die Konstellation richtig gut. Ich glaube, ein bisschen unter 30, also 27 oder so. Dann sind wir 26. 27 kann ja nicht sein. Ja, ist ja gut. 28 haben wir. 28. Stimmt, so, okay. Stimmt, mir hat ein Uran gefehlt, weil ich keinen Scanner hatte in den einen Tag. Ja, passt schon. 28. Okay. Schon wieder. Die gleichen wieder. Ein Doppelschild noch. Ihr wisst Bescheid? Ja. Der Skorpionhaarer? Ich rechts. Okay, alles klar. Alles klar, dann ich Mitte, Sig links. Slenderman wieder nach eigenen Ermessen. Kommen alle rechts. Einer in Biss. Der Helios-Hover pusht mich. Okay, aufpassen, der Helios-Hover. Schön. Spinne sieht schon richtig scheiße aus. Ja, Martin, hol ihn dir, der ist allein. Ja. Oh, schon bei mir. Oh, ich bin ja auch gerade gedrückt. Ja, ist hier. So, wir kommen. Ja, wir kommen durch. Hab das Korb verloren. Bin raus. Ich bin auch raus. Krepelt. Helios brennt. Ja, bin drauf. Schön. Uff, fuck it, Alter. Der eine brennt, der letzte. Nice. Alter, hat mich die Helios gerade gestruggelt. Ja, Mann, mich auch. Nicht weg, kommt nichts zu. Ja, aber gut, jetzt, wie gesagt, defensive Haltung, wir müssen uns nicht so weit vor. Sucht euch schöne Posis aus. Krepelt. Die pushen mich. Fokus auf den Helios. Helios raus. Sehr schön. Achtung, links von uns Chor.
mich jetzt. Ich bin recht gefickt. Pulsar was down. Nice. Achtung, die Spinne ist noch aktiv. Spinne ist die letzte. Sehr ja, geil. Also wegen Slenderman kriege ich jetzt langsam auch schon einen harten. Ohne Scheiß, Mann. Ich finde die Combo fantastisch. Ja, sollen wir mal eine. Ja, und sollen wir mal einer erzählen, zwei Scorpions funktionieren nicht in einem Team. Bullshit, Junge. Das Gute ist einfach, wenn das Slenderman mit seinem Red Beam die Kabinen aufreißt, generell die Bauteile, ja, die schießt mit dem Scorpion drauf und die durchdringt einfach alles. Die das hört nicht auf, die geht einfach komplett. Richtig geile Nummer. Und wenn noch der Patch kommt, dass die Scorpion auch noch Kabine durchdringt. Oh Leute, dann wird's Zucker. Ich hasse die Map. Ist ja zumindest nicht geplant, dass sie die Kabine durchdringen soll. Die sollen die Scorpion buffen, habe ich nichts gegen. Okay, Cricket Hammer, Hybride, noch eine Hybride. Und eventuell. Okay, Scorpion Hammer. Können wir machen, wenn wir verlieren, nicht schlimm, es ist nicht eine Map für Hover ausgelegt. Ich gehe Mitte. Ne, wir gehen wieder Kapelle. Halten uns auf jeden Fall Kapelle. Ich gehe links raus zum Cap hin und die Scorpion habe einmal rechts und links von der Kapelle bitte. Ja, ich gehe rechts. Achtung, ein Hybride ist schon in Cloak, zweite Hybride in Cloak. Die werden jetzt angreifen. Ein Hybrid ist bei mir, der tot. Das hängt dann bei mir, shit. Ich brauch kurz Hilfe hier. Oh. Mach mal einfach so, gleich sprengen. Ja, okay. Ich muss einfach gucken, wie viele Punkte wir haben. Ja, ja passt gut. Bei allen, direkt sprengen. Müssen wir uns jetzt nicht noch abkrampfen. Die Map gegen Midis ist einfach kacke. So, nochmal 5 Minuten Pause und dann ziehen wir den bis zum Rest durch. Sieg, wie viel Uran hast du eigentlich? Jetzt wieder. Geh schon auf Toilette. 65. Was? Ja, ich hab doch 350 verkauft. Achso, okay. Wegen Skorpione. Achso, okay. Ich bin jetzt wieder bei 200 gleich. Bei 194. Nice. Ja, ich hab schon Bock auf Skorpions, aber andererseits. Wenn diese Relikt-Autokanone kommt. Ah! Ah! Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, aber Scorp, also ich bin froh, dass ich die Firebug verkauft habe. Weil die Überlegung ist, je nachdem, was für ein Perk die Relikt-Autokanone hat,
Harpy-Kabine und dann einfach auf das Zahn so richtig reinbrettern. Ja, das ist auch geil auf jeden Fall. Hat die dann drei Barrels anstatt zwei? Wahrscheinlich, oder vier, so wie die Punisher. Das muss, glaube ich, gar nicht mal sein. Ich glaube eher, sie ist dann einfach ein bisschen massiver. Kann auch sein. Meinst du, dass das Schild dann auch mal was bringt? Ein Schild? Welches Schild? Na, die Cyclone hat auch ein Schild drauf, aber nicht wirklich viel Struktur. Ach so, das meinst du, ja, das ist echt doof gemacht, ja. Welches Schild? Weil bei Mammoth, die hat ein Schild, der auch funktioniert. Gefühlt, weißt du? Ach so, so meinst du. Okay, ja. Ja, müssen wir uns einfach überraschen lassen. Das Wichtige ist, und worauf ich echt ultra Bock habe, ist der Lasercutter oder Plasma. Oh fuck, ja, Mann. Also, die von RIP sind da gespaltener Meinung. Die einen sagen, ja, das wird was, wo man schießen kann. Die anderen sagen irgendwie, das wird wie ein Mähdrescher, aber halt Relikt. Sagen, so ein Plasma-Cutter würde ich eher sagen, dass es Nahkampf ist. Ja, weißt du, wie geil, du hast dann einfach so, wie kann man sagen, einfach statt ein Mähdrescher hast du einfach vorne so einen Balken, der so aufglüht und dann. Ey, wenn das so ist, dann ist das auf jeden Fall meins, ey, weil da. Ja, definitiv meins auch. Weißt du, hochkant und dann einfach durch irgendwelche Hammer durchfahren, Alter. Aber dann. Jo. Boah, ah, Mensch. Was, Jo, dann viel Spaß. Trink einen mit für uns. Achso, okay, das ist gut einberechnet. Das ich unterstütze dich im Geiste beim Trinken. Und Safety first. Aufpassen. Nicht irgendwas einfangen. Familienfeier. Achso! Okay, ich habe nichts gesagt. Ach, die Familie muss auch mal ran. Komm schon! Jetzt wird's eklig. Hau rein, Goa, okay, viel Spaß. Jo, schönen Abend. Jo, merci, ciao. Okay, alle wieder da? Ja, ich bin noch am Rauchen. Ja, kein Problem. Alles in Ordnung. Und ich muss erstmal sämtliche Channel im Discord mitmachen, dann bin ich mir hart auf den Keks. Vielleicht kriege ich diese Woche meine 150 Uran voll. Das ist Cap, ne? 150 pro Woche. So, aktuell kann ich noch 58 fahren. Nice. Ja, könntest du ja heute echt noch schaffen, ne? Und dann komme ich mal den nächsten Relic ein Stückchen näher. Ja, ich werde es jetzt definitiv aufsparen. Wo sehe ich das, wie viel Uran ich noch kriegen kann? Guck das nachher nach. Und zwar hast du, ich wenn zeig du auf Fecht drückst und auf Clan Wars, kannst du da einfach aufs Uranzeichen gehen und wie bei Schrott und so, zeigst du dann den Cap. Ich kann nirgendwo auf Clan Wars. Nee, ich zeig dir das gleich, Martin. Nur wenn du Lead hast, deswegen. Na toll. Mach mal nach dem CW. Naja. Mach mal ganz entspannt in unsere letzten Runden.
So, von mir aus können wir. Let's go! Momentan stecke ich irgendwie alles nur noch in Ressourcen. Diese 40 Coins, die ich pro Tag bekomme, gehen immer in Batterien oder Drähte rein. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ich habe jetzt Radare gebaut. Ja, Hoverfusen ist noch eventuell. Ja, ich muss eh, ich brauche mehr blaue und Kabine. Ach, hört mich auf. Okay. Na Christian. Schwierig. Sehr schwierig. Meine Fresse, direkt gehittet. Nice. Ein Hybrid ist links. Der kommt. Der kommt, Raptor. Ein Hybrid ist hinten. Der ist abgesplittet. Ja, ich bin mit Martin drauf. Und an mir ist der Hybrid. Martin, da kommt noch einer zu mir. Bei mir ist der Hybrid. Dran. Der Mathis hat nur noch eine Waffe. Was sagt ihr? Wollen wir uns das nochmal geben oder? Naja, die sind krass. Rippy ist. Die haben sich auch extra runtergespielt. Also sprengen. Ging eigentlich, keine Ahnung. Das Problem ist, wenn die gut eingespielt sind, ist das Fokusfeuer von denen echt extrem. Das ist der Zweitclan, Reaper war der Drittclan, glaube ich, und Rip ist ja der Erste. Also der Melee-Fahrer, der eine, der war wirklich nicht gut. Dieser Blast Off. Blastoff ist eigentlich ein sehr guter Spieler. Dann ist das vielleicht nicht gerade sein Bild. Er hatte halt Lanzen und zwei Benzinfässer oder sowas vorne dran. Keine Ahnung. Die mach mal. Drei Hover. Das ist doch was Schönes für uns. Wichtig auf jeden Fall der Cricket Hover. Wenn der eine Salve reindrückt, ist es sehr ekelhaft. Ansonsten verteilen wir uns wieder hier in dem vorderen Bereich, nicht weiter vor. So dass wir wirklich von allen Seiten flanken. Links ist schon einer in Cloak gegangen.
Kopf und recht. Virtue, der hat schon gut gefressen. Einer kommt jetzt durch die Mitte. Skorpion verloren. Er brennt. Der Virtua brennt. Nachdem bei uns ist noch ein Hover, der war in Glow gegangen. Okay, die sind alle. Martin, geh auf den Hover. Macht ihr den? Ja, wir sind drauf. Ich halte ihn ein bisschen zurück. Sehr schön. Schön. Könnt ihr jetzt auch ein bisschen drücken. Nice. So, was habt ihr gemacht? Vor allem mal große Fresse hier. Ja. Okay, ich gehe die lange Straße. Ihr positioniert euch wieder Kapelle. Links in der Gasse. Der Held ist bei mir. Ich komme. Na klar, bleib da hin. Zieh ich zurück. Diese engen Straßen, ne? Vorsicht, Helios. Hat eine Helios verloren. Zweite Helios ist ab. Nur noch die Kanonen sind übrig. Und der Cricket-Tower sehe ich gerade. Oh, die sind bei mir. Okay, Cricket-Tower ist raus. Der Hild ist bei mir. Okay, der ist entwaffnet. Wer hat noch eine Kanone? Wo ist der Kanone aber? Hier, okay. Bei mir, der brennt. Der ist down. Schöne Sache. Schön die Punkte verteilt. Wieder durch die Maschine. Gibt's eigentlich eine Relikt-MG? Nee, nicht? Nee. Punisher. Ich meine Minigun. Nein. Nein, nicht. Schade. Ja, kommt auch noch. Wär bestimmt auch ziemlich sexy, oder? Ist alles Relikte, außer eine Relikt-Mammut, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wie gesagt, Relikt-Mammut wird sich nicht rentieren. Okay, Concentration. Eins, okay. Easy. Der Full Lancer und der Firebug ist gefährlich.
Der Rest ist eigentlich totaler Crap. Was war ein Firebug Tank, ne? Auf den müssen wir wirklich Fokus geben und aufpassen. Aber der sollte aber nicht so. Der hat eine Humpback, also die sind schneller. Okay, ja, das Problem ist einfach nur die Frames. Ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass ihr die Frames irgendwie wegschießt, dann platzt da. Ich würde auf die Lanze aufpassen. Ja, die Lanze, die kommt dann irgendwann von hinten. Okay, da ist schon auf jeden Fall was. Einer auf jeden Fall im Cloak, müssen aufpassen. Auf jeden Fall gut pre-fired, Martin. Okay, alles gut. Dann noch steht's ja drüben. Einen Cloak auf jeden Fall. Die Lanze fährt hinten noch ihre Kreise. Einer ist jetzt in der Banane. Achtung, der mehr in der Banane ist. Einer in Cloak. Oder was ist denn da in der Banane? Ist es der Firebug? Das müsste ja, sein. Ja, ist der Firebug, das ist der Firebug. Okay, die eine Spinne hat gut gefressen schon, und zwar sehr, sehr gut. Firebug kommt durch Tunnel. 800. Achtung, Geld. Full Lancer in Cloak. Achtet auf den Full Lancer. Der wird jetzt rüber pushen. Der ist Banane, da kommt Banane rüber. Da kommt. Firebug kommt durch den Tunnel. Schönes Ding. Achtung, Full Lancer, Sig direkt vor dir wahrscheinlich. Der kommt jetzt Longside. Okay. Slenderman macht den. Der sieht schon scheiße aus, hat aber noch Lanzen. Jawoll! Nice, Mann. Der NK-Idol ist entwaffnet. Jo, was der letzte? Tot. einfach übel angespuckt. Okay, wieder auf die Midis aufpassen auf jeden Fall. Okay, die beiden Medis sind im Cloak. Firebug ist in der Banane hinten. Der andere Medi ist hinten noch. Und
Der Medi ist aufgedeckt. Der müsste jetzt gleich. Die Firebug ist auch so gut wie raus. Der Full Lancer ist hier bei uns. Der brennt. Full Lancer ist weg. Schön. Die Firebug, die... keine Ahnung, was die macht. Kriegt es oben hin? Ja, ja. Alles gut, alles easy. Nice. Hattet ihr am Anfang eine Spark dabei oder nicht so? Oh, gute Frage. Müsste eigentlich eine Spark dabei haben, aber der war vorne so scheiße gebaut. Also der hat von mir am Anfang 1200 oder 1000 weiß gefressen. Ja gut, im ersten Game ist er den Berg raufgefahren und dann noch ein Typhoon-Schuss, da kommt er nicht ran. Ja. Dann mit der Humpback, Alter. Ja, kannst du knicken. Ich mach die Verschalung weg und ihr schießt dann einmal vorne rein und die Frames sind weg. Ja. Der Lenzer hat beim Rammen von mir einfach seine scheiß Räder verloren. Okay, Doppelschild Helios. Triple Helios Schild. Hybride. Und noch eine Hybride. Wir gehen direkt rüber Brücke. Ja. Entschuldigung. Ah, alles gut. Nur an meinem Haken. Okay, die sind alle vom Tunnel aus. Gehen alle gerade im Klo. Deine Hybride kommt unten Tunnel. Der kommt hinten rum. Ja. Hat nicht mehr viel. Helios ist oben auf der Brücke. Bin drauf. Achtung, zweite Hybride, Impact gleich. Ist bei Slenderman. Ist raus. Nur die zwei Helios. Bild, ne? Ist gegen diese Hybride so richtig geil, die kommen vorne einfach nicht durch, wenn die frontal auf dich drauf fahren. Ja, das ist so lang, die halbiert dir zwar die Karre, aber du. Nee, noch nicht mal. Die schaffen es ja nicht mal vorne den kleinen Flug wegzumachen. Geh mal wieder auf Brücke. Ja, direkt Brücke wieder. Das ist übel weird. Achtung, die sind alle wieder Tunnel unten. Er ist im Klo, kommt hoch. Bei mir. Nice. Schönes Ding. Achtung, zweiter wird gleich. Da kommt der nächste. Bin tot. Der hat noch 4 Lanzen. Martin macht ihn. Sehr schön, sehr schön. Ich hab noch gefahren mit dem Hedo. Ja, einer ist im Cloak in der Mitte, fährt hoch.
Der macht mich. Ich komme. Brauch Hilfe. Bin dran. Schön, Martin. Nice. Muss er. Bleib zusammen auf jeden Fall. Letzte war eben in der Mitte. Bei Martin unten. Bei mir? Ja, im Tunnel. Ich hab keine Waffen mehr. Bleib im Cap, bleib im Cap. Oh shit. Ja, das läuft nicht gut. Bleib immer noch im Cap. Ja, okay, sprengen. Wir müssen diese Hauer fokussieren. Ja. Vor allem diesen Doppelschild. Ja, der eine hat mich zurückgedrängt. Ich war dann auch noch in der Kapkan gefangen. Das war ein bisschen. Also die Hybriden haben auf jeden Fall Kapkans dabei. Ist nicht ohne. Die Hybride kommt jetzt gleich wieder. Okay. Ach, das Kack. Ist vorbei. Ja, ich bin vom Zweien beschossen, ey. Dieses Doppelschild, nur das ist so nervig. Alles gut. Alles gut. Hätte es sein können, dass ja hier Spektron auf jeden Fall noch reißen hätte können. Weil war noch aktiv. Aber ja, es kommt dann, wenn es dann einfach blöd läuft und einer dich aufbockt oder so, der Druck war so krass. Aber egal, alles gut. Oh, letztes Spiel, ne? Jo, Tatsache. War noch schöne Abschlussrunde noch. Ich bin so dumm. Wieso? Ich bin die ganzen 4 Stunden mit Bulldogge gefahren. Oh. Ja, hau mal den Perseus rein. So eine Scheiße. Jetzt wollen wir aber auch die Leistung sehen. Ja, ist klar. Scheiße, ich hab vorhin gedacht, dass ich den Perseus ausgewählt habe. Dieses Gefecht ist nicht mehr verfügbar. Ja, dann war's das jetzt. Lol. Okay. Hatte keiner keinen Bock mehr. Nice. Noch abschließende Worte.
Danke, Anna, ja, auf jeden Fall. Geile Runden. Waren geile Runden, Musik sagst du schon gerade. Auf jeden Fall Spectron und Sig, geiles Fokusfeuer von euch. Also hat immer perfekt gestimmt. Gegen Ende, klar, wir haben jetzt lange gespielt, hat es vielleicht auch ein bisschen geschlaucht, bei mir hat es auch schon geschlaucht, ich habe auch so nicht mehr die perfekten Treffer gesetzt. Ist völlig legitim. Großes Lob an Slenderman, auch großes Lob daran, dass er sein Equip gewechselt hat. Ja, Mann. Große Unterstützung, extrem. Auch super Mitstreiter. Und ich hoffe, ihr habt alle schön Uran gemacht und seid auch zufrieden. Definitiv. Und ja, tun auf jeden Fall nachher, je nachdem, wer da ist, vielleicht können wir dieselbe Konstellation nochmal fahren. Wenn nicht, tun wir vielleicht auch nochmal durchmischen, gucken wir einfach mal, wie sich das da ergibt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Stunden wieder. Schauen wir mal. Also wir vier wären ja definitiv da, oder? Ja. Ja, okay. Ja, dann schauen wir mal. Dann gehe ich jetzt erstmal was essen. Und ich muss erstmal Ich muss mich erstmal schwer betrinken. Masturbation.